willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm und dem Dark Racex YouTube. Hallo. Hallo. Na, moinsen. Geschlafen haben wir. Die Buddha-Maschine. Der Jürgen ist auch nicht mehr im Händler gesperrt. Geld haben wir um die 13.000 heute Nacht verdient. Wenn du mir jetzt dagegen schepperst, ne? Ich bin so schlau. So, die zwei holen gerade die Buttermischmaschine ab. Weil der Butterpreis ist jetzt immer noch... Oh, Käse ist bei 6.200, Alter. Lass mich veralbern. Warte, Tiger. Aber Käse war gestern Abend noch bei 10.000, heute ist er bei 8.600, ist immerhin trotzdem sehr ordentlich. Und ich bin hier immer noch am Dreschen, weil sich keiner erbarmt. So. Wir haben 30.000 Schweinefutter. Da machen wir mal ab und wieder dran, das schwebt in der Luft. Sieht unrealistisch aus. Und fahr einfach mit. Komm, wir sind jetzt Bullen und wir fahren einfach mit dem Dings. Wie schnell kannst du fahren mit dem? 20. 24, 25. Wie viele Pesen hat denn der Johnny? Keine Ahnung, ich muss gucken. Ich bin am Dreschen. Stapler hat. John Deere, nicht Stapler. 36. Alter, das muss man selber machen. Ey! Ich glaube, der Johnny hat 300, ja. Ah, Jimmy. Stoff. Ich kann dich irgendwie nie anschieben, das geht nicht. Hey, der Stoff muss einfach. Wir könnten uns, Kollegen und Kollegas. Ja. Wir könnten uns, wenn jemand das Schweinefutter verkaufen fährt, eine Scheibenegge holen. Nein, nein! Oh. Was macht denn ihr da? Er meint, gegen 36 PS Gabelstapler was machen zu können. Hey! Und verkackt die ganze Zeit mit seinem scheiß John Deere Gator da. Okay, jetzt reicht's. Ja, kuppel den Hänger ab, komm! Kuppel den Hänger ab, komm! Kuppel ab! Wieso? Komm, bleib stehen, komm her! Komm her, ich heb dich hoch! Genau, genau. Lass mal zu dir kommen, warum du mit dem Gabelstapler und den Mähdrescher mal hochheben. Warum fährst du mit dem Metro? Achso, du musst den ja wieder abladen, hast du recht. Dann kannst du den Stapler danach direkt zum Ding stellen. Zu den Schafen. Hof! Jo. Man kennt ihn über Felder fahren, man kennt ihn. In Real Life würde dich der Hubton vom Drescher vom Stapler blasen, ey. Ja. Du tschum. Race exact. Hey, komm her, ich heb dich hoch. Weh, du fährst in die Frucht, ey. Vollgas. Ey, hier mal austesten. Vielleicht geht der den Johnny hier hoch. Den Fendt. Mein Fendt. Warte mal kurz. Geht? War ganz dran. Ab geht's. Warte, mach mal. Fahr mal an. Langsam. Nein, du musst langsamer machen. Oder fahr mal an die Seite vom Fendt dran. Zwischen den Rädern. Soll ich ihn umkippen? Nein, nur langsam. Ich will einen Screenshot haben. Tiefer mit der Gabel. So, jetzt hoch. Ripalowski! Nicht so schnell hoch. Langsam, ich möchte einen Screenshot haben, wenn der in der Luft ist, irgendwie. Naja, so geht auch, warte. Er kippt gleich um, wenn du so weiter machst. Ich schieb den einfach nur in der Gabelstapel. Gut, Produktivität, Leute, Produktivität. Ist viel zu tun heute. Was ist Produktivität? Arbeiten. Das, was du nicht kannst. Wie gesagt, einer kann das Schweinefutter wegfahren. Wir haben ja noch den. Was mach ich jetzt? Den. Steht der jetzt da. Ja, du kannst bei mir noch kurz abtanken. Das hatte ich vor. Dann Schweinefutter wegfahren. Für Diesel haben wir gar keinen Anhänger, gell? Mit was haben wir das letztes Mal gemacht?
Wir haben diese noch gar nicht weggemacht. Weil das ist so wenig und produziert mehr Schweinefutter als irgendwas. Ah, okay. Wo steht denn die Karre hier? Ja, beim Käse. Wäre halt eine Überlegung, ob wir als nächstes uns direkt Schweine zulegen, weil wir Futter sowieso produzieren. Oder ob wir erstmal investieren ins durch das Geld. Ja, erstmal investieren. Okay. Wenn wir Geld haben, würde ich eine Scheibenegge vorschlagen und die Great Plained Einzelkornsät-Technik. Ja. Weil dann haben wir mega Arbeitsbreite, Saatgut und Düngen. Haben wir die Kati nicht. Nicht beides. Nicht? Nein. Aber einen Düngestreuer haben wir, gell? Ja. Oder Einzelkorn, aber Einzelkorn zahlst du dich Sättechnik normal zahlst du dich tot von der Arbeitsbreite. Ja. Wobei die. Ist halt viel günstiger, weil die kann auch normale Früchte. Wobei. Ja, die kann auch Mais, gell? Das ist halt schon geil. Weil Hexen. Einzelkorn ist, kann Mais und sowas. Wobei, wir brauchen nicht unbedingt Mais, weil wir können mit Heu füttern. Ja, aber... Also die Alternative wäre die Condor. Wenn wir jetzt die größte Scheibenecke nehmen, zahlen wir 121. Sättechnik zahlen wir 142. Dann sind wir bei 163. Und die Condor? Die liegt bei 224. Und die... Also Kuba... Die hat Direktsaat. Ja, aber... Und Dünger. Ja, und die andere, die hat wie viel die Scheibenegge und die Sämaschine, wie viel hat das gekostet? 253. Dann nehmen wir den Kondor. Ja. Die hat zwar 3 Meter weniger Arbeitsbreite, aber trotzdem. Ist trotzdem besser, weil die hat dann auch direkt Düngetechnik mit. Genau, die hat nochmal zusätzlich Dünger und Direktsaat. Können wir uns 2 Arbeitsgänge sparen. Steig mal in den Gator ein. Warum? So, was wir auch brauchen ist Kalk. Leutchen. Bleib mal stehen. Schön Bild machen. Bilder gibt's hier nicht. Bilder sind verboten. Ah, oh, Junge. Ich habe schon den großen Sohn hier. Habt ihr Ding schon befüllt? Käserei. Buttermischer ja, Dings. Steht schon da. Vor dem Stadt. Vor dem Stadt der Trommel bitte die Tür schließen. Das ist ganz sinnvoll, sonst hast du den Käse im Gesicht. Die Butter im Gesicht. Oh je. Ich warte noch ein bisschen, bis der Anhänger voll ist. Was hast du gemacht? Kinas, nur Blödsinn im Kopf. Ganz wichtig, Rundumleuchte an. Wie viel ist im Anhänger drin? Weil so lange kann sie nicht warten, ich muss auch irgendwann wieder abgetankt werden. 31 habe ich drin. Wo sind die Schafe? Die Schafe sind Richtung Händler links. Das ist noch nicht gekauft. Jetzt mich in die Schafe reinfällt. Ja, komm, transportier mich so weiter. Wie voll bist du, Varuna? Geht noch 25%. 25%? Das kommt in Bilder die Woche. Ja, auf jeden Fall. Gut. Eigentlich wollte ich nur eine Folge dreschen hier, gell? Das sollte eigentlich jemand mal übernehmen. Kriegst schon Höhenangst?
Kollege, es wäre übernimmt den Drescher. Also ich bin im... ich kann ihn jetzt gleich nehmen. Ich bin im Fans. Hä? Wo ist denn der Gator jetzt hin? Ah, hier sind die Schafe, ne? Ja. Ne, das sind Pferde. Nee, weiter hinten. Ich seh, ja, nee, dahinter fahren, wo du gefahren bist, und dann hinten die größere Scheune. Das sind die Schafe. Und wenn du von der Seite in die Scheune reinfährst, auf der rechten Seite ist der Palettenspawn, also da nichts hinstellen. Hä? Wo ist der Gator hin? Keine Ahnung, der ist weg. Das kann man nicht öffnen, wenn man es sich gekauft hat, verhungern, ne? Das ist ja, okay, dann einfach davor stellen. Einfach driften. Du musst beim Schweinefutter auch wieder aktivieren zum Überladen. Ne? Also er macht das nicht automatisch. Ich weiß. Gut, aber ist ja auch nicht viel da. Ne, habe ich ja schon wieder weggemacht. Ich glaube, der Gator wurde zurückgesetzt von. Glaube ich auch. Ja, wurde zurückgesetzt. So, wir haben gestern nur 52.540 Euro minus gemacht. Das ist doch schon mal gut. Nur 52.000? Ja. Ja, krass. Aber haben wir eigentlich Kredit genommen? Oh ja. Hm. Das müssen wir auch mal noch zurückzahlen. Was? Nee, ganz sicher nicht. Ja, erstmal brauchen wir Ding, hier, Dingenskirchen. Sackgut-Technik. Genau, das brauchen wir Dingens. Und Kalken bei Feld 2 lassen wir erstmal. Ja. Der braucht schon Kalken. Der mehr Geld haben will. Wollen wir das? Also ich schon, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube nicht. Ich bin ja versucht hier. Soll ich mähdreschen? Das wäre nice. Dann fahre ich den Mist hoch. Dreschen, oh, dann steig mal aus. Jo, merci. Die kleinste Halle hat er denn Johnny reingestellt. Mal, ne? Ist ja normal, ne? Für wen? Für den Johnny. Nur Blödsinn im Kopf, die Jungs. Wir? Niemals. Niemals. Ja. Wir haben unsere Tage. Nur Blödsinn im Kopf. Blödsinn. Blöd. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Varuna, du musst es so sehen. Mädchen haben ihre Tage. Einer spritzt, da kommt was aus den Genitalien. Kannst du das bitte sein lassen? Wir haben unsere wir haben unsere Tage. Das will keiner. Wir haben ja, so einen Scheiß brauche ich nicht in der Folge haben. Dann wird er halt gemutet, ey. Nee. So, gut, dann sind wir eben erstmal alleine. Mal gucken. Ach, wo ist die Schaufel hin? Hat er die Schaufel abgehangen? So, kann man gucken, wo er die hingepflanzt hat. Wahrscheinlich da, wo. Ah, da oben. So, ja. Dummgeschwätz brauchen wir einfach nicht in der Folge haben. Wenn er das macht, dann ist halt mal weg hier. So, mal gucken, ob es wieder geht. So, hast du dich beruhigt? Ja, habe ich. Yes, he's still. Das heißt nochmal quiet, glaube ich, aber passt schon. Englischmeister. Lass den Baum da. Bitte
auch das Schweinefutter, was als Big Pack noch dasteht, auch mitnehmen. Die Gefahr. Ey, Digga, bist du schon da? Ich bin voll. Nee, ich bin nicht da. Du hast spät Bescheid gesagt. Und fährst du schon verkaufen? Wäre nämlich schön, wenn wir das die Folge noch hinkriegen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon an der Händlerkreuzung. Sehr schön. Na Mensch, ich bin voll. Bleibt alle mal ruhig, ja? Ich bin faul, da laufe ich mal meine Schlenker. Du läufst deine Schlenker? Ja. Ich glaube, wir haben das Gefühl. Ey, habt ihr schon im normalen Standard-Mod-Hub gesehen? Es gibt jetzt ein Schneidwerk für an den Teleskoplader und an den Radlader. Ich weiß. Das ist ein Schwachsinn. Ist ja so richtig sinnlos. Warum? Das kam das bestimmt wegen dem Zoom-Truck oder so. Wieso? Wieso kam das wegen dem Zoom-Truck? Weil der hat ja auch einen Teleskop-Anschluss. Ja, aber ich verstehe nicht, wo soll das ganze Zeug hin? Einfach auf den Boden fallen. Stimmt. Es gibt ja keinen Kontakt. Ja. Das ist doofe. So, dann werde ich. Wie weit? Ja, ich fahr schon mal hoch Richtung Dings da, hier. Gewächshäuser. 3300 Mist sind drin. Geteilt durch 18, 400 Liter pro Gewächshaus. Mann. Alter, what 100. The hell? Alter. Ich bin noch nicht mal 40.000. Schweinefutter. Hm? Hammer. Alter. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen Diesel verkaufen. Jo, I'm voll, immer noch. Ja, und ich bin unterwegs, Merz, das kann ich nicht machen. Ja, gib mal Knallgas, Junge. Ja, dann fahr doch zum. Achso, ne, der Anhänger ist dabei. Die gefahren. Okay, Leute. Aber das war's von dieser Folge. Wir haben heute fett Gewinn gemacht. Werden wir nächste Folge natürlich gleich wieder investieren. Aber bis dahin, haut rein, macht's gut. Schönen Sonntag euch. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.